Da haben die Kollegen von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung schön was losgetreten. In einem Artikel, ungefähr vor einer Woche, war auch noch nicht mal so groß der Artikel, ging es um eine potenzielle Katzensteuer in Deutschland. Und seitdem ist die Diskussion im Gange. Darüber müssen auch wir sprechen, in diesem Fall mit meiner Kollegin Tatjana Kahr. Tatjana, es gibt in Deutschland eine Hundesteuer. Warum gibt es eigentlich keine Katzensteuer? Und was bringt diese Hundesteuer an Zahlen? Naja, eine Hundesteuer gibt es zum Beispiel, weil es eine Aufwandsteuer, sprich eine Luxussteuer ist. Damit soll vor allem die Nutzung der kommunalen Infrastruktur bezahlt werden. Mal weiter. Ich halte mal das Mikro, ich bin ein höflicher Mann. Sehr höflich. Ja. Naja, auf jeden Fall sollen damit Wiesen und Parkanlagen gesäubert werden und Kotbeutelständer etc. finanziert werden. Da die Steuer aber nicht zweckgebunden ist, heißt es auch, dass die Städte und Gemeinden natürlich selbst entscheiden können, was sie damit machen möchten. Eine Katzensteuer gibt es nicht, weil der öffentliche Dreck oft von streunenden Katzen produziert wird und für die wird keiner Steuern zahlen. Die Hundesteuer hatte 2014 309 Millionen Euro insgesamt bundesweit in die Kassen gespült. Das ist aber eigentlich nur ein winzig kleiner Anteil der Gesamtsteuern. Also 643 Milliarden Euro wurden bundesweit eingenommen. Sprich, ist nur ein winzig kleiner Anteil. Was sind denn die Argumente von Leuten, die sagen, es muss eine Katzensteuer geben? Leute, die sagen, dass es eine Katzensteuer geben muss, argumentieren vor allem mit Umweltgründen und dem Tierschutz. Sie sagen, dass Katzen Killer sind, die Singvögel und Nager töten und jagen. Ist aber nur bedingt sinnvoll, das zu versteuern, denn von dem Geld kann man sich keine neuen Singvögel kaufen. Also, das Problem könnte natürlich auch sein, dass Leute, die jetzt Katzen besitzen und später Steuern zahlen sollen, sagen, naja, dann halte ich eben keine Katze, dann lasse ich sie eben frei. Die Population wird völlig unkontrollierbar und noch mehr Katzen werden noch mehr Vögel töten. Also das ist daher nicht ganz so sinnig. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, hört sich total skurril an, es gab schon mal in Deutschland eine Katzensteuer. Ja, die gab es tatsächlich. Es gab 1916 während des Ersten Weltkriegs eine Katzensteuer. Die gab es allerdings nur für eine kurze Zeit. Damals war die Begründung einfach die Essensknappheit. Das Land war vom Krieg gebeutelt, arm und es galt als absolutes Luxusgut, wenn jemand sich einen weiteren Mitesser am Tisch quasi leisten konnte. Damals mussten die Leute etwa 5 Mark für ihre erste Katze, für jede weitere Katze 15 Mark im Jahr zahlen. Und zum Vergleich, das war halt unfassbar viel Geld für einen weiteren Esser, weil ein Brot damals nur 50 Pfennig gekostet hatte. Und die Steuer wurde allerdings auch sehr, sehr schnell wieder verworfen, weil man auch die Nutzung von Katzen damals oder den Nutzen von Katzen sehr schnell erkannt hat. Das war nämlich die Mäusejagd und den Rattenfang natürlich. Du hast dich mit dem Thema jetzt beschäftigt. Ja. Für wie realistisch hältst du das, dass eine Katzensteuer eingeführt wird? Ich halte die Katzensteuer für eher unrealistisch, weil der damit verbundene Aufwand einfach für viel zu hoch wäre. Also der bürokratische und organisatorische Aufwand wäre immens. Man müsste all diese Katzen erfassen. Man müsste Bescheide anlegen und Steuerbescheide abarbeiten. Man müsste das ganze Geld auch eintreiben und ich weiß nicht, wie man sich das vorstellen soll. Läuft man von Haus zu Haus, klopft an und sagt, haben Sie eine Katze? Ich sage, nein. Dann heißt es, oh, da hinten ist aber eine Katze. Naja, die ist mir zugelaufen. Also ich halte es nicht für sehr sinnvoll. Ich glaube, es wäre sinniger zu sagen, dass man vielleicht eher eine Kastrationspflicht einführt und damit eben diese Population von ungewollten kleinen Miezekatzen ein wenig eindämmt. Ja. Ganz herzlichen Dank, Tatjana. Vielen Dank. Wir bleiben dran, würde ich sagen. Ne? Dankeschön.